sehr gehört, dass bei der Einbahnrampe ist dann auch der Impuls. Damit sind auch Türen, die ein bisschen nachgeben und Teil der Energie schlucken. Die berechnende Kraft ist dann größer und dann geht es durch die Tür durch. Das waren jetzt zwei Mann. Würde man nicht sagen, dass es dann doppelt so viel ist? Der eine Mann konnte ja richtig viel Strom holen, weil er sich auch drehen konnte. Und aus der Rotation kann er viel Energie holen. Und zu zweit geht das nicht. Das Einzige, was sie machen könnten, ist, sie könnten Anlauf holen und gerannt kommen und dann da rein. Dann würden sie nochmal mehr wahrscheinlich schaffen. Das heißt, zu zweit ist man gar nicht so viel mehr als alleine? Ja gut, 55% mehr.